So, Freunde, bevor das Video hier beginnt und bevor ihr das Intro seht, möchte ich euch kurz in das Intro einleiten. Es ist meiner Meinung nach so gut geworden. Ich liebe es über alles. Ich bin richtig, richtig froh, dass wir das gemacht haben. An dieser Stelle möchte ich auch einen riesen, riesen Dank und einen riesen, riesen Shoutout an Luca geben. Er ist nämlich derjenige, der das Intro gemacht hat. Und ich markiere euch jetzt hier sein Insta-Namen irgendwo im Bild und auf jeden Fall auch noch in der Beschreibung. Falls ihr irgendwelche Interessen habt, mit ihm zu arbeiten oder sonstiges, Musikvideos macht er auch, meldet euch auf jeden Fall. Sorry, ich wurde jetzt die ganze Zeit unterbrochen. Auf jeden Fall möchte ich einen riesen, riesen Dank an ihn geben. Und falls ihr irgendwelche Interessen habt, mit ihm zu arbeiten, dann meldet euch gerne bei ihm, er ist da total offen. Und ja, gleich seht ihr das Intro. Schreibt mir bitte, bitte eure Meinung in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall Anfang 2019 mit Luca auch noch ein neues Intro drehen. Für das ganze Jahr dann oder für, keine Ahnung, die erste Zeit, 3 Monate. Und dann wechseln wir das immer. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall bin ich echt gespannt, wie ihr das Intro findet und wünsche euch dann ganz, ganz viel Spaß beim Video. Gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Keine Sorge, so wie ich mich aussehe, fühle ich mich auch. Ich habe eigentlich nur geschlafen heute, nichts anderes gemacht, halt außer mein Video bearbeitet. Endlich hat mein Papa was gegen mein WLAN gemacht, weil wer ein treuer Azizam-Fan ist, weiß, dass mein WLAN eine Katastrophe ist und dass ich immer 11 Stunden brauche, um irgendein Video hochzuladen. Also wirklich sehr, sehr schlimm, aber wir haben jetzt das Schnellste des Schnellsten vom Schnellsten geholt. Warte, mir ist eben so was Peinliches passiert. Wir haben gerade einfach schon 3:30 und ich fange jetzt an zu vloggen, aber ich habe heute noch einiges zu tun. Mir ist sowas Peinliches passiert. Und zwar ist morgen die Untitled. Wer aus Köln kommt, kennt die Veranstaltung vielleicht. Und ich bin halt auch dabei, weil ich einfach auf jeder Untitled bin, weil ich die Feier so geil finde. Ich bin zwar einmal nicht reingekommen. Und zwar war das so, dass ich das erste Mal einfach feiern gehen wollte im Vanity in Köln. Und da war halt Untitled und ich hatte voll das coole Outfit an eigentlich, aber kein Kleid jetzt, ne? Ich hatte so eine Samthose, eine schwarze und so einen weißen Body und halt Balenciagas. Und er meinte halt so an der Tür, dass das Balenciaga, also dass das Sneaker sind und dass ich mit Sneakern nicht da reinkomme. Und ich habe wirklich mit ihm diskutiert, dass das keine Sneaker sind und war auch richtig abgefuckt und gekränkt, weil ich bin noch nie irgendwo nicht reingekommen. Vor allem als Mädchen kommst du eigentlich überall rein. Dann wurden wir nicht reingelassen. Ich habe so aus Provokation dann einfach so die Party gepostet und meinte so, ja, danke fürs Reinlassen wegen Sneakers und so. Und dann hatte er mir halt geantwortet, so, ja, hattest du Spaß? Und so, ich so, ja, ich hatte voll Spaß, ich bin gar nicht reingekommen. Und so fing das halt an, dass er sich entschuldigt hat und meinte, bei der nächsten Party bringe ich dich selber rein und sowas. Und eigentlich habe ich mir geschworen, da nicht reinzugehen. Aber diese Party kann man sich nicht entgehen lassen und dann bin ich halt hingegangen und seitdem bin ich jedes Mal da. Also wir hatten eigentlich eine ganz witzige Story. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, morgen ist die Untitled halt wieder. Ich gehe mit Sarah hin und Stefano, der Veranstalter, hat mich halt nach meiner Adresse gefragt, weil er mir ein kleines Geschenk machen wollte. Und das ist eben angekommen. Und ihr wisst, ich habe den ganzen Tag gepennt. Wirklich den ganzen Tag. Und auf einmal klingelt es. Ich mache so die Tür auf. Oh, und ich sah so schlimm und so verschlafen aus. Nicht so, wie ich jetzt gerade aussehe, noch schlimmer. Und ich, dann habe ich so aufgemacht und er so, ja, bist du Jasmin? Ich so, ja. Er, ja, ich habe ein Paket für dich für die Untitled, ein T-Shirt. Ich habe dein T-Shirt. Und ich so, oh my God, das ist jetzt extrem peinlich, aber ja, ich bin Jasmin. Give it to me. Und dann habe ich so genommen und so schnell wieder reingegangen. Es war so schlimm. Auf jeden Fall ist das jetzt das T-Shirt. Da steht eigentlich heißt es Milano, glaube ich. Milano Untitled. Und hinten steht auch nochmal Untitled. Ich liebe das T-Shirt voll. Ich weiß immer noch nicht, was wir Fabi schenken. Wir schenken halt mit Sarah und Ryan zusammen. Nur, wir haben halt so auf jeden Fall einen Tankgutschein, weil Fabi ist immer auf Reserve. Dieser Typ ist immer auf Reserve. Und was noch? Ah ja, so Ballons und einen Kuchen wollen wir ihm schenken. Ja, ich freue mich richtig auf heute, ich freue mich richtig auf morgen. Heute werde ich nichts trinken, morgen werde ich auf die Kacke hauen.
Und jetzt muss ich eigentlich duschen, ich habe aber keinen Bock, deswegen lasse ich es. Kann ich es nicht lassen, so schlimm wie das aussieht. Ja, ich überlege mal, was ich jetzt mache, ob ich duschen gehe oder nicht. Oh, ich esse erstmal Schokolade. Ich habe heute ein Weihnachtsmann-Geschenk bekommen oder ein Nikolaus, I don't know. Und dann muss ich gleich auch schon mein Video hochstellen. Ich freue mich. Gott. Gold, Baby, deine Wärme macht mich groß, Baby. Für dich glaube ich, ist es glaublich. Da für dich, ich häng da für dich, halt die Welt wahr für dich. Anderes Kaliber, Zukunft dann wieder. Wir dich sind Krieger, in haben es nie wieder. Freundschaft, Ehre, Glaube, Stolz. Also Leute, wir sind jetzt gerade in der Stadt angekommen und schauen jetzt erstmal bei Jumeirah Store für ein Outfit für morgen. Denn wir beide haben noch nichts und dann müssen wir noch für Fabio etwas schauen. Ich weiß aber gerade nicht, wo kriegt man Männerschmuck her? Da haben wir noch normalen Schmuck her. Bei Swarovski? Nee, ich würde jetzt nicht zu Swarovski gehen, aber... Das Ding ist, sollen wir dann lieber im Center gucken? Lass hier nach zum Nobel für einen Kuchen. Hast du schon Bescheid gesagt? Nee, ich rufe jetzt gleich an. Weil die haben da immer diese kleinen Kuchen, das habe ich bei dir auch gemacht. Da kannst du denen einfach sagen, schreib da Happy Birthday Fabi oder so drauf, dann schreiben die das für dich drauf und dann kostet das so 20 oder so. Mein Ohrring ist so ein Billigmaterial, das hat mein ganzes Ohr zerstört. Sind dann auch immer grün. Ja, aber es ist auch komplett offen. Es ist wirklich blutig. Ich sehe nicht so rein. Guck mal, wie ich aussehe. Guck mal, wie ich aussehe. Fettige Haare und ein Teilte T-Shirt. Zeig mal. Das ist der Jumeirah Store. Der Bekannte. Ich muss rein. So sieht der Eingang aus. Moment. Die. Aber weißt du, was auch cool aussieht? Hast du eine Kundin eben auch gesehen im Video? Die ist auch schön. Wir gehen morgen feiern, wir brauchen ja auch. Ja, okay, aber Pullover ist zu warm. Ja, nee, das ist zu warm. Bald habe ich noch. Das hat sogar ein XL. Oh, ja, wenn beide das gleiche anziehen. Oh mein Gott. Das habe ich noch. Das würde dir voll stehen. Oh, das ist richtig schön. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht eventuell kurz anziehst. Ja, ich ziehe das an. Alles glitzert hier so schön. Das ist hier mit dir. Das würde dir auch stehen. Da könntest du in hohen Schuhen laufen, ne? Das ist auch SM von der Größe. Ich muss mal gerade gucken. Ist das absichtlich gelb? Ja. Okay. Das sieht cool aus. Ja. Einmal geklemmt. Weißt du, einmal nur so auf eine Seite und das sah eigentlich auch ganz cool aus. Da kannst du halt, muss ja. Nicht, ne? Mhm. Ja. Ja, weiter. Was hast du gesagt, von wem willst du das jetzt? Von wem willst du das jetzt kaufen? Das ist aber die ganze Wahl. Der ist so schön, obwohl der voll normal ist. Ich weiß nicht. Ich bin schon aufgeräumt. Hm? Ja, ich wollte zeigen, dass du unordentlich bist, aber ich wurde schon aufgeräumt. Das ist richtig schön. Das ist mega geworden. Guck euch den. Ich weiß nicht, passt voll. Das sieht sehr, sehr schön aus, weil es auch schön voll weich ist. Ja. Ich zeig dir die gleich auch mal in Silber. Das sind 2-in-1 Jacke. Kannst du auch auf einmal da auf der anderen Seite anziehen. Richtig viel aus. Ich zeig dir mal die andere. Meine Maske. Hm?
schon von beiden Seiten. Da musst du nur das einmal abtrennen und einmal richtig rum machen. Ah, okay. Ja, aber ich mach das Teig jetzt einfach mal so. Noch krasser. Zeig mal. Aber ich glaube, ich fand schwarz schöner. Du hast halt beides, ne? Du kannst halt so und so tragen. Und ich echt schön. Und du hast halt hier auch das schön. Hier. Ja. Dieses Wetter killt mich. Wir lassen jetzt Fabius Kuchen anfertigen. Und dann geht's weiter zu den Ballons. Sieht immer schön. Ich will essen. Ich hab Hunger. Wir sind hier hingekommen, um Fabio ein Geschenk zu kaufen. Guck mal, wie meine Ohren aussehen. Okay, Leute, wir sind jetzt in so einem Partyladen und versuchen gerade so ein bisschen Scherzartikel. Wir haben ihm jetzt so eine pinke 21 geholt. Ist das nicht das 12? Nee, so rum. Eine pinke 21 geholt. Und wir, also ich finde es eigentlich, oder sollen wir so 50 Servietten nehmen für den Kuchen? Dann nehmen wir aber 60. Lass du den Luftballon. Da sind die Prinzessinnen-Sachen und so. Ich finde sowas eigentlich ganz witzig mit so einer Prinzessin oder so. Oh mein Gott, das. Oder so ein Einhorn. Ja, oder ein Einhorn. Oder sowas super. Warte, was ist Believe in Unicorns? Und dann kommen wir da mit rein, so mit unseren Gesichtern drin. Das ist cool. Das ist richtig perfekt. Komm, wir nehmen. Oh mein Gott. So, lass noch einen Luftballon, oder? Ist da nur Jessica oder kann man das nein, da, du kriegst fünf Stamm, dann kannst du das. Aber was sollen wir dran draufschreiben? Wir schreiben da nicht Fabio, Kapu. Oder? Aber das ist nicht witzig. Aber dann hat er was Schönes. Aber sind wir so nett, dass wir ihm was Schönes schenken? Komm, wir haben schon viele Spaßartikel. Ich finde das eigentlich auch ganz witzig. Mit dem First Birthday. Mhm. Aber dann, ist die 60 unnötig. Noch was? Ah ja, wir wollten so eine Krone oder so. Die sind da vorne. Ja. Ah. Was? Oh, sorry. Wow. Aber die coolen Kronen waren vorne. Hier sind Karten. Ah ja, Karten. Ich will eine witzige Karte, aber ich glaube, hier sind so eher so nette. Zum Geburtstag, du hast den IQ eines Genies, du siehst cool aus. Du hast einen Traumkörper. Die Karte von jemand anderem. Lass das nehmen. Hier, die machen Geräusche. Diesen Geburtstag ist genau der. Geburtstagskino ein Kilo mehr oder weniger. Warte, was hast du in deinem Auto? Was? Hast du das in einen Aufflug? Ja, ich lege meine Jacke drauf, dann fliegt es nicht hinten hoch. Das geil. Ich habe das mit dem Mickey Mouse Ding darüber gar nicht gesehen. Das ist richtig witzig. Zeig mal das. Oh Gott. Okay Leute, wir haben jetzt den ganzen Einkauf erledigt. Wir haben die Luftballons geholt, wir haben eine Krone geholt, wir haben du musst jetzt auf die linke Spur, also einmal links. Wir haben Servietten geholt. Was haben wir noch geholt? Eine Karte. Ich glaube, das war's. Und das sind meine neuen Ohrringe. Jetzt haben wir nur noch wenig Zeit, uns fertig zu machen, aber ich denke mal, wir schaffen das, weil wir wollten uns eh nicht so krass schminken. Also einfach nur umziehen und also ich muss mich umziehen und dann los. So, wir sehen total nicht fertig gemacht aus. Ich muss jetzt links. Aber wir müssen jetzt einfach los, sonst hätten wir das nicht geschafft, weil wir müssen ja vor den anderen da sein, um das vorbereiten zu können. Wir sind jetzt gleichzeitig mit den anderen losgefahren. Ja, wir sind jetzt gleichzeitig mit den anderen losgefahren, aber so wie ich Fabio kenne, fährt er eh nicht im Auto los. Ja, wir schauen einfach mal, ob wir es schaffen. Ich hoffe, wir schaffen es. Und dann zeige ich euch die Location, wenn wir da sind, also wie wir das aufgebaut haben und so. So Leute, die sind reserviert auf der ersten Etage, fahr rechts. Wir sind jetzt in Düsseldorf angekommen und ich hasse Düsseldorf. Ich hasse es nicht nur wegen den Straßen, auch wegen den Parkplätzen. Das ist einfach eine reinste Katastrophe hier. Park einfach hier. Okay. Wir haben jetzt einfach im Parkhaus geparkt und müssen jetzt noch einiges vorbereiten. Und mit so riesen Ballons, einer fetter Torte. Wie weit sind wir denn jetzt weg? 3 Minuten. Ist okay, ja. Haben wir alle noch eine Pause abgezogen. Yay.
Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Franco. Happy birthday to you. Da kannst du auch irgendwie Weltwunsch gratulieren. Wir drei. Ihre Mama. So wie bei dir. Passt schon zu dir, ne? Das ist ein Profi. Sieht man das nicht? Oh ja, deswegen. Ich will, dass es Zoom ist. Ja. Wenn ich irgendwie weite und Dinge. Ah, hier. Dauert ein bisschen. Ich hab jetzt. Gleich kommt die erste Flasche. Sitzt da nicht schon eine? Wer trinken möchte, kann gerne trinken. Oh. Softdrinks und solche Sachen könnt ihr euch nachbestellen, wie ihr wollt. Geht halt auf Fabius nach, oder was? Ja, hab ich auch gehört. Boah. Alles? Ja. Hast du 2 Monate extra dafür gearbeitet? Am Ende wechseln. Was isst du da, ist die Frage. Warum isst du das da so? Ja. Du hast mich im Vasen so auseinandergenommen, merkst du das? Du hast von unten gefilmt. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Die 1 ist kaputt. Ja, das ist cool. Und wir haben die 60 dabei. Die 2. Scheiß drauf. Hey, sag das, funktioniert nicht! Wir machen es! Oh ja, ey! Reicht, Bruder! Er war mal schon. Ich bin am Schwitzen, weil es so warm ist. Jetzt genießt den Abend. Wir verabschieden uns. Adieu. Ciao. Und danke für alle Glückwünsche. Ich würde eher bei dem hier lachen. Du hast die Freundin zu lieben. Ja. Das ist ein Bluff, Leute. Bei dir zu Hause? Ja. Mit allen? Ja. Nein, die Blöcke. Die Blöcke. Was? Du kriegst nur die Sachen hier. Ich gucke, ob ich jetzt wieder genau abhaken oder wie. Was war denn das Problem? Ich hab's doch schon. Warte mal, ihr blöft jetzt gerade. Nein! Nein, es ist dein Geschenk. Wir schenken dir den Flug. Aufenthalt ist ja eben so. Ryanair für jeden Ziel. Das glaube ich gerade nicht stark. Also ich weiß, dass deine Mutter mir das angeboten hat, aber... Marcel, du bist jetzt in meinem YouTube-Video. Grüßt euch, Leute. Ich bin Marcel, ich sehe euch alle gut auf Insta. Junge, was ist denn los, Fabio? Was ist dein Geburtstag? Du musst hier drauf sein. Okay, das war's jetzt mit dem Film. Ich leg jetzt die Kamera weg. Vielen lieben Dank, Leute. Er hat sich erfreut. Und... Jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen und ich möchte wie immer jemanden grüßen. Vielen, vielen Dank an Elida Dunja. Ich hoffe, ich habe es richtig aufgesprochen. Ich danke dir, dass du eine treue Abonnentin von mir bist und dass du die Glocke aktiviert hast. Und danke für deinen Text. Wie süß war der bitte? Vielen, vielen, vielen Dank. Falls du da draußen aber auch gegrüßt werden möchtest, alles, was du tun musst, ist...
Alles, was du tun musst, ist die Glocke zu aktivieren, ein Abonnent meines Kanals zu sein. Wenn du das getan hast, unbedingt schreiben, dass du es getan hast. Und einfach Hashtag Glocke aktiviert, damit ich auf dich aufmerksam werde. Und ja, dann beende ich dieses Video. Ist ein bisschen länger geworden als die anderen und richtig cool, finde ich. Ja, bis dann, bis morgen.